Der Segen der Arbeit. Im Jahre 1770 erschien in London eine anonyme Schrift, An Essay on Trade and Commerce, zu Deutsch Abhandlung über Gewerbe und Handel. Sie erregte zu ihrer Zeit ein gewisses Aufsehen. Ihr Verfasser, ein großer Menschenfreund, erboste sich darüber, dass der englische Manufakturpöbel, der es sich in den Kopf gesetzt hat, dass ihm als Engländer durch das Recht der Geburt das Vorrecht zukomme, freier und unabhängiger zu sein als das Arbeitervolk in irgendeinem Land in Europa. Diese Idee kann ihren Nutzen haben, wenn sie die Tapferkeit unserer Soldaten anspornt. Aber je weniger die Manufakturarbeiter davon haben, desto besser für sie selbst und für den Staat. Arbeiter sollten sich nie für unabhängig von ihren Vorgesetzten halten. Es ist außerordentlich gefährlich, Mobs in einem kommerziellen Staat wie dem unseren zu ermutigen, wo vielleicht 7/8 der Gesamtbevölkerung Leute mit wenig oder keinem Einkommen sind. Die Kur wird nicht vollständig sein, bis unsere industriellen Armen sich bescheiden, 6 Tage für dieselbe Summe zu arbeiten, die sie heute in 4 arbeiten. So predigte man bereits 100 Jahre vor Guizot die Arbeit als einen Zügel für die edlen menschlichen Leidenschaften. Je mehr meine Völker arbeiten, umso weniger Laster wird es geben, schrieb Napoleon am 5. Mai 1807 aus Osterode. Ich die Autorität und wäre geneigt zu gefügen, dass sonntags nach vollzogenem Gottesdienst die Werkstätten wieder geöffnet werden und die Arbeiter wieder ihrer Beschäftigung nachgehen sollen. Um die Faulheit auszurotten und um den Stolz und Unabhängigkeitssinn zu beugen, schlug der Verfasser des Essay on Trade vor, die Armen in ideale Arbeitshäuser, Ideal Workhouses, einzusperren. Die Häuser des Schreckens sein müssten, in denen man 14 Stunden pro Tag in der Weise arbeiten sollte, dass nach Abzug der Mahlzeiten volle 12 Arbeitsstunden übrig bleiben. 12 Arbeitsstunden pro Tag, das Ideal der Menschenfreunde und Moralisten des 18. Jahrhunderts. Wie weit sind wir über dieses Ideal hinaus? Die modernen Werkstätten sind ideale Zuchthäuser geworden, in welche man die Arbeitermassen einsperrt und in denen man nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und Kinder zu 12- und 14-stündiger Zwangsarbeit verdammt. Und die Kinder der Helden der Französischen Revolution haben sich durch die Religion der Arbeit so weit herabbeugen lassen, dass sie 1848 das Gesetz, welches die Arbeit in den Fabriken auf 12 Stunden täglich beschränkte, als eine revolutionäre Errungenschaft entgegennahmen. Sie proklamierten das Recht auf Arbeit als ein revolutionäres Prinzip. Schande über das französische Proletariat. Nur Sklaven sind einer solchen Erniedrigung fähig. 20 Jahre kapitalistischer Zivilisation müsste man aufwenden, um einem Griechen der antiken Heldenzeit eine solche Entwürdigung begreiflich zu machen. Und wenn die Leiden der Zwangsarbeit, die Foltern des Hungers über das Proletariat hereingebrochen sind, zahlreicher als die Heuschrecken der Bibel, eben das haben sie selbst heraufbeschworen. Dieselbe Arbeit, welche die Proletarier im Juni 1848 mit den Waffen in der Hand forderten, haben sie ihrer Familie auferlegt. Sie haben ihre Frauen, ihre Kinder den Arbeits- und Fabrikbaronen ausgeliefert. Mit eigener Hand haben sie ihre häuslichen Herde zerstört, mit eigener Hand die Brüste ihrer Frauen trockengelegt. Diese Unglücklichen haben schwangere und stillende Frauen ins Bergwerk und in die Fabriken geschickt, wo sie sich schinden und die Nerven zerrütten. Sie haben mit eigener Hand das Leben und die Kraft ihrer Kinder untergraben. Schande über die Proletarier. Wo sind jene Gevatterinnen hin, mit frechem Mundwerk, frischer Offenherzigkeit, dem Saufen zugeneigt, von denen unsere alten Märchen und Erzählungen berichten? Wo sind die Übermütigen hin, die stets herumtippelnd, stets anbändelnd, stets singend, lebend, sähend,
wenn sie sich dem Genuss hingaben, ohne Schmerzen gesunde und kräftige Kinder gebaren. Heute haben wir mit Frauen und Mädchen aus der Fabrik verkümmerte Blumen mit blassem Teint und mit Blut ohne Röte, mit krankem Magen und erschöpften Gliedmassen. Ein gesundes Vergnügen haben sie nie kennengelernt und sie werden nicht lustig erzählen können, wie man sie eroberte. Und die Kinder? 12 Stunden Arbeit für die Kinder? Oh Elend. Alle Jules Simon von der Akademie der moralischen Wissenschaften, alle jesuitischen Germini hätten kein der, den Geist der Kinder mehr verdummendes, ihr Gemüt mehr verderbendes, ihren Körpern mehr zerrüttenderes Laster ersinnen können, als die Arbeit in der verpesteten Atmosphäre der kapitalistischen Werkstätten. Unser Jahrhundert wird das Jahrhundert der Arbeit genannt. Tatsächlich ist es das Jahrhundert der Schmerzen, des Elends und der Verderbnis. Und doch haben die bürgerlichen Ökonomen und Philosophen von dem peinlich konfusen Auguste Comte bis zum lächerlich klaren Leroy Bouillon, die bürgerlichen Schriftsteller von dem scharlatanhaften romantischen Victor Hugo bis zum naiv albernen Paul de Kock samt und sonders ekelerregende Loblieder auf den Gott Fortschritt, den ältesten Sohn der Arbeit, angestimmt. Hört man auf sie, so meint man, das Glück müsse auf Erden herrschen. So sehr fühlt man schon seine Nähe. Sie durchwanderten vergangene Jahrhunderte, durchwühlten den Staub und das Elend des Feudalismus, um dessen Dunkelheit als Gegensatz neben die Freuden der Gegenwart zu stellen. Wie sie uns gelangweilt haben, diese Gesättigten, diese Zufriedenen, jüngst noch Teil der Dienerschaft des großen Herrn, heute fettbesoldeten Schriftlakaien der Bourgeoisie. Haben sie uns nicht gelangweilt mit dem Landmann des Schönredners La Bruyère? Nun, wir wollen Ihnen das Bild der proletarischen Genüsse im kapitalistischen Fortschrittsjahr 1840 zeigen. Wie es von einem von Ihnen geschildert wird, dem Dr. Villermé, Mitglied des Instituts, der 1848 zu jenem Kreis von Gelehrten gehörte, Thiers Cousin Passy, der Akademiker Blanqui, waren darunter, die den Massen die Plattheiten der Ökonomie und der bürgerlichen Moral beizubringen suchten. Es ist das gewerblich entwickelte Elsass, von dem Dr. Villermé spricht, das Elsass der Kästner und Dollfuß, dieser Blüten der Menschenliebe und des industriellen Republikanismus. Bevor der Doktor das Bild der proletarischen Elends vor uns ausbreitet, wollen wir erst hören, wie ein elsässischer Manufakturist, Herr Thier Mieck vom Hause Dollfuß, Mieck und Cie, die Lage des Handwerkers unter dem alten Gewerbesystem beschreibt. Vor 50 Jahren, 1813, als die moderne Maschinenindustrie gerade entstand, waren in Mühlhausen alle Arbeiter Kinder des Landes. Sie bewohnten die Stadt und die umliegenden Dörfer und hatten fast jeder sein Häuschen und oft ein Stück Land. Das war das goldene Zeitalter des Arbeiters. Indes, damals hatte die Industrie noch nicht die Welt mit ihren Baumwollstoffen überschwemmt und ihre Dollfuß und Köchlin noch nicht zu Millionären gemacht. Aber 25 Jahre später, als Villermé das Elsass besuchte, hatte der moderne Minotaurus, die kapitalistische Fabrik, bereits das Land erobert. In seiner Gier nach menschlicher Arbeit hatte er die Arbeiter aus ihrem Heim gerissen, um sie besser zu schinden, die Arbeit besser aus ihnen herauspressen zu können. Zu Tausenden liefen die Arbeiter dem Pfeifen der Maschine nach. Eine große Zahl, sagt Villermé, 5.000 von 17.000 waren infolge der teureren Mieten gezwungen, sich in den Nachbardörfern einzumieten. Einige wohnten 2¼ Wegstunden von der Fabrik entfernt, in der sie arbeiteten. In Mühlhausen in Dornach begannen die Arbeit um 5 Uhr morgens und endete um 5 Uhr abends, sommers wie winters. Man muss sie jeden Morgen in die Stadt kommen und jeden Abend abmarschieren sehen. Es gibt unter ihnen eine Menge bleicher, magerer Frauen, die barfüßig durch den Schmutz laufen und wenn es regnet oder schneit,
mangels eines Regenschirms ihre Schürzen oder Unterröcke über den Kopf ziehen, um Hals und Gesicht zu schützen und eine noch erheblichere Zahl nicht minder schmutziger und abgezehrter junger Kinder in Lumpen gehüllt, die ganz fettig sind von dem Öl, das aus den Maschinen auf sie herabtropft, wenn sie arbeiten. Diese Kinder, welche die Undurchlässigkeit ihrer Bekleidung besser vor dem Regen schützt, haben nicht einmal wie die Frauen einen Korb mit Lebensmitteln für den Tag im Arm, sondern sie tragen in der Hand oder versteckt unter ihrem Kittel oder wo sie sonst können, das Stück Brot, das sie ernähren muss, bis sie wieder zu Hause zurückkehren. So gesellt sich für diese Unglücklichen zu der Übermüdung durch einen übermäßig langen Arbeitstag, denn er beträgt mindestens 15 Stunden, noch die durch die langen, oft beschwerlichen Wege. Infolgedessen kommen sie übermüdet nach Hause und gehen morgens, noch ehe sie ordentlich ausgeschlafen haben, pünktlich fort, um pünktlich zu sein, wenn die Fabrik geöffnet wird. Und über die Quartiere, in denen diejenigen sich einpferchen mussten, die in der Stadt wohnten. Ich habe in Mühlhausen, in Dornach und in den umliegenden Häusern jene elenden Zimmer gesehen, in denen zwei Familien schliefen, jede in einem Winkel auf Stroh, welches auf dem Fußboden ausgebreitet lag und nur durch zwei Bretter zusammengehalten wurde. Das Elend, in welchem die Arbeiter der Baumwollindustrie im Bezirk Oberrhein leben, ist so groß, dass während der Familien, die der Fabrikanten, Kaufleute und Werkdirektoren ungefähr 50% der Kinder das 21. Lebensjahr erreichen, derselbe Prozentsatz in der Familie der Weber- und Spinnereiarbeiter bereits vor vollendetem zweiten Jahr stirbt. Das lese ich nochmal. Über die Quartiere, in denen diejenigen sich einpferchen mussten, die in der Stadt wohnten. Ich habe in Mühlhausen, in Dornach und in den umliegenden Häusern jene elenden Zimmer gesehen, in denen zwei Familien schliefen, jede in einem Winkel auf Stroh, welches auf dem Fußboden ausgebreitet lag und nur durch zwei Bretter zusammengehalten wurde. Das Elend, in welchem die Arbeiter der Baumwollindustrie im Bezirk Oberrhein leben, ist so groß, dass während in den Familien der Fabrikanten und Kaufleute und Werkdirektoren ungefähr 50% der Kinder das 21. Jahr erreichen, derselbe Prozentsatz in den Familien der Weber- und Spinnerarbeiter bereits vor vollendetem zweiten Jahr stirbt. Über die Arbeit in den Werkstätten fügt Villamé hinzu: Es ist keine Arbeit, keine Aufgabe, es ist eine Tortur. Und man halst dieselbe Kindern von 6 bis 8 Jahren auf. Diese lange, tägliche Qual ist es hauptsächlich, welche die Arbeiter in den Baumwollspinnereien entkräftet. Und in Bezug auf die Arbeitsdauer bemerkt Villamé, dass die Sträflinge in den Zuchthäusern nur 10 Stunden, die Sklaven auf den Antillen nur 9 Stunden durchschnittlich arbeiten. Während in Frankreich, dass die Revolution von 1789 gemacht, dass die hochtrabenden Menschenrechte proklamiert hat, es Manufakturen gibt, wo der Arbeitstag 16 Stunden dauert, von denen Arbeitern 1,5 Stunden Esspausen bewilligt werden. O jämmerliche Fehlgeburt der revolutionären Prinzipien der Bourgeoisie! O grausige Geschenke ihres Götzen Fortschritt! Die Menschenfreunde nennen diejenigen, die, um sich auf die leichte Art zu bereichern, den Armen Arbeit geben, Wohltäter der Menschheit. Es wäre besser, die Pest zu sehen, die Brunnen zu vergiften, als inmitten einer ländlichen Bevölkerung eine Fabrik zu errichten. Führe die Fabrikarbeit ein und adieu, Freude, Gesundheit, Freiheit. Adieu alles, was das Leben schön, was es wert macht, geliebt zu werden. Die Ökonomen werden nicht müde, den Arbeitern zuzurufen: Arbeitet, damit der Nationalreichtum wächst! Und doch war es einer von ihnen, Destutt de Tracy, der sagte: Die armen Nationen sind es, wo das Volk sich wohlfindet. Bei den reichen Nationen ist es gewöhnlich arm. Und sein Schüler Cherbuly setzt hinzu: Indem die Arbeiter zur Anhäufung produktiven Kapitals mitwirken, fördern sie selbst den Faktor, der sie früher oder später eines Teils ihres Lohnes berauben wird.
Aber von ihrem eigenen Gekrächz betäubt und verwirrt erwidern die Ökonomen: Arbeitet, arbeitet um eures Wohlstandes willen. Und im Namen der christlichen Milde predigt der Pfaffe der anglikanischen Kirche, Reverend Townsend: Arbeitet, arbeitet Tag und Nacht. Indem ihr arbeitet, vermehrt ihr euer Leiden. Und euer Elend enthebt uns der Aufgabe, euch gesetzlich zur Arbeit zu zwingen. Der gesetzliche Arbeitszwang macht zu viel Mühe, fordert zu viel Gewalt und erregt zu viel Aufregung. Der Hunger dagegen ist nicht nur ein friedlicherer, geräuschloser, unermüdlicher Antreiber, er bewirkt auch, dass die natürlichste Veranlassung zu Arbeit und Fleiß die gewaltigste Anstrengung. Arbeitet, arbeitet, Proletarier, vermehrt den gesellschaftlichen Reichtum und damit euer persönliches Elend. Arbeitet, arbeitet, um immer ärmer geworden, noch mehr Ursache zu haben, zu arbeiten und elend zu sein. Das ist das unerbittliche Gesetz der kapitalistischen Produktion. Dadurch, dass die Arbeiter den trügerischen Reden der Ökonomen Glauben schenken und Leib und Seele dem Laster Arbeit ausliefern, stürzen sie ganze Gesellschaft und in jene industriellen Krisen der Überproduktion, in den gesellschaftlichen Organismus in Zuckungen versetzt. Dann werden wegen Überfluss an Waren und Mangel an Abnehmern die Werke geschlossen und mit seiner tausendsträhnigen Geißel peitscht der Hunger die arbeitende Bevölkerung. Betört von dem Dogma der Arbeit, sehen die Proletarier nicht ein, dass die Mehrarbeit, der sie sich in der Zeit des angeblichen Wohlstandes unterzogen haben, die Ursache ihres jetzigen Elends ist.